Und jetzt gehen wir mal rein. Ich glaube, in dieses Behind-the-Scenes-Video, ne, fast gescheitert wäre, haben wir im Prinzip, genau, da war die Aussetzung der Bags. Das heißt, wir sind jetzt bei der tatsächlich aktuellsten Behind-the-Scenes-Folge von Dave. Eine Gefahr für die Seven vs. Wild-Teilnehmer. Und das hier sieht aus wie ein Fischerboot, was ich mich auch schon gefragt habe, warum die Fischer an dem Strand von Sabrina waren, aber jetzt nicht nochmal da vorbeikommen. Nachdem der Helikopter-Drop-Off ein halbes Jahr ohne Probleme geplant und geprobt wurde, drohte dieser eine Nacht vor Aussetzung aufgrund von Misskommunikation seitens des Helikopterunternehmens zu scheitern. Nur durch Hartnäckigkeit und gemeinsame Anstrengungen gelang es dem Team dann doch einen Kompromiss zu finden, was jedoch eine komplette Umstrukturierung der Aussetzung bedeutete. Stimmt. Außerdem traf das Team beim Aussetzen der Teilnehmer Drybacks auf einheimische Fischer, die sich an Sabrinas Spot ausruhen. Auch diesen musste noch in der Vornacht klargemacht werden, hier nicht bleiben zu können. In dieser Folge zeigen wir euch, was das Erscheinen fremder Menschen für das Projekt bedeutet und welche Maßnahmen getroffen werden mussten, um dies zu verhindern. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was hinter den Kulissen von Seven vs. Wild passiert und ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Koro, bei denen ihr dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment sparen könnt. Von Snacks wie diesen veganen Haselnuss-Crunchies über Nussmischungen bis hin zu getrockneten Früchten gibt es so ziemlich alles, was ihr an Snacks für einen perfekten Seven vs. Wild-Abend braucht. Außerdem gibt es eine Menge Zutaten, um euer Frühstück, Mittag oder Abendessen aufzupeppen. Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produktion. Auch für Sportler gibt es Produkte wie dieses vegane Proteinpulver. Es ist also wirklich für jeden von euch in jedem Anwendungsbereich irgendwas dabei und eine Menge auf der Website zu finden. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Bestellt euch eure Snacks und spart dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment. Vielen Dank an Koro für die Unterstützung und euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt kam noch die Meldung, dass Leute auf der Insel sind. Das ist das eine Ding, worauf wir keinen Einfluss haben, weil die Insel so groß ist, dass es unmöglich ist zu kontrollieren, ob irgendwo an irgendeiner Ecke irgendjemand anlandet. Im Worst Case rufen wir das Militär. Krass. Okay, wir haben folgendes Problem. Also wir waren vorne, haben die ganzen Säcke rausgegeben. Da waren mehrere Leute am Strand, die da eigentlich sehr hätten sein sollen. Und nach Rücksprache mit dem Orga-Team, was quasi jetzt noch in Panama City ist, fahren jetzt Tom und ich nochmal zu dem Spot hin und checken nochmal, ob der Rucksack wirklich noch vollständig ist und noch da ist. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Gut, dass sie das nochmal gemacht hatten. Das war ja so ein bisschen der Gag, als wir die letzte Folge geguckt haben, dass das einfach ja jetzt nicht mehr gemacht wird und dann wäre übel wack. Wir wissen natürlich von den Seven versus Wild Folgen, dass die Sachen zum Glück alle noch da sind. Also, kleiner Spoiler. Obwohl, wer weiß, vielleicht muss ich nochmal nachfüllen. Weiterräumen können und das checken jetzt ab. Das ist was, da wurden wir gewarnt von anderen. Okay, also das scheint wohl auch noch ein Problem zu sein. War das nicht auch so, dass da irgendwie so Leute, also nicht nur diese Fischer, sondern auch irgendwie andere Leute mal unterwegs sein können, auch durch die Wälder und so ziehen und sowas? Dass Leute, die irgendwie davon erfahren haben, dieses Wissen nutzen, um absichtlich Schaden zu verursachen und dann Lösegeld erpressen. Also so nach dem Motto, pass auf, ich lege jetzt hier an mit meinem kleinen Boot und wenn ich mich verpissen soll, dann kostet das $10,000. Okay, guys. We have satellite phone right there. Other things that are on the trip. There's a GPS. Okay, it's all there. Die Fischer waren zum Glück weg und auch Sabrinas Dryback war vollständig. Nach all diesen Last-Minute-Maßnahmen stand dem Drop-Off jetzt also nichts mehr im Wege. Zumindest dachten wir das. Knossi, Nova, Otto, Fritz, mit mir und Max mitkommen. Wir gehen hier zum roten Helikopter. Wir haben gleich keine Chance. Wild. Ich bin richtig nervös. Boah. Boah, ey. Wenn das dann soweit ist, ich will gar nicht wissen, wie die sich gefühlt haben, wenn die fertig sind. Also, wenn das Projekt fertig ist, wie da die Emotionen sein müssen. Wahnsinn.
Okay, wir hatten diesen ganzen Stress gestern, ne? Dieses Last Minute, die komplette Logistik umschmeißen. Puh, das hat jetzt alles geklappt. Jetzt sollten wir eigentlich safe sein. Wir müssen nur noch hochfliegen, die Teilnehmer rauswerfen und dann haben wir's. Was könnte jetzt noch schief gehen? Und oh shit, da sollten wir uns mal wieder irren. Oh really? Jetzt noch? Während dem Drop-off oder was? Wir sind über den Dschungel geflogen, die Aussicht war der Hammer. Dann flogen wir die Küste entlang und wir waren ganz im Norden. Und ich gucke aus dem Fenster, sehe bei Sabrinas Spot einfach so eine komplette Fischertruppe, die da auf dem Strand abhängt. Och, nicht dein Ernst. Oh, lol! Der Gedanke, der... Richtiges Easter Egg. War das auch in der ersten Folge drin? Dadurch den Kopf ging, war... Fuck. Scheiße, das war's. Fuck. Mal knackt die Intercom. Ich weiß, einer der Koordinatoren im Helikopter. Johannes? Boot, Sabrina. So, aber auch schon so richtig geschockt, so in dem, wie er gesprochen hat. So, ne? Und ich so, fuck. Wochen und Monate haben wir hier abgefragt. Scheiße. Sagt allen Fischer Bescheid. Ne? Das sind offene Gewässer, also jeder darf hier hinkommen, das ist legal. Wir hatten 2 Stunden, bevor die Helikopter kamen, nochmal die komplette Insel abgefahren, um zu checken, dass sich wirklich auch kein Fischer... Oh boy, scheiße. ...in Nähe der Insel verloren hat. Und du guckst aus dem Fenster und das ist wirklich dein ultimativer Albtraum. Warum das so problematisch ist, hat mehrere Gründe. Zum einen sollen die Teilnehmer das Gefühl von 100% Remoteness bekommen. Das Gefühl, isoliert auf einer einsamen Insel ausgesetzt zu sein, ja. Angetrieben, alleinig durch die eigene Willenskraft, 7 Tage ohne Kontakt zu anderen Menschen durchzuhalten. Fremde Menschen zerstören diese Isolation. Außerdem birgt das Anlanden von fremden Menschen ein hohes Sicherheitsrisiko. In der Region finden sich viele Menschenschmuggler, für die geltendes Recht nicht sonderlich hoch im Kurs steht. In einem Worst-Case-Szenario könnten diese einen ohnehin geschwächten Teilnehmer überwältigen oder gar verletzen. Ich wusste, okay, gut, es gibt genau keine Chance, die wir haben. Und das ist, wir müssen das Rettungsboot, was eigentlich für einen Notfall vorgesehen war, irgendwie erreichen und dazu bewegen, schnellstmöglich zu diesem Spot zu kommen und die Fischerleute da wegzubekommen, bevor wir den Drop-Off da machen. Boah, ey. Und während die in der Luft sind, das ist ja kompletter Irrsinn, das zu organisieren. So, wir hatten das Problem. Die Hacienda und unser Emergency-Boot war komplett im Süden der Insel. Wir selber sind gerade komplett in den Norden geflogen und die Funkverbindung war so schlecht. Also du konntest wirklich in 70% der Insel keine Funkverbindung bekommen. Wir waren so weit weg, ich habe mir gedacht, okay, gut, wir haben keine Chance. Scheiße, ey. Aber ich probiere es einfach trotzdem mal, den Kanal umzustellen. Hab den Funkspruch abgelassen, ja. Paddy an Zentrale oder Boot, könnt ihr mich hören? Warten, warten. Dann kam der Funkspruch, Zentrale an Paddy, wir hören dich. Und also ich war in meinem Leben noch nie so froh, eine andere Stimme zu hören. Na, jeden Moment konnte die Funkverbindung abbrechen und ich habe so gerade noch diesen Spruch rausgehauen. Ja, Paddy an Zentrale, wir haben Fischer an dem Spot von Sabrina. Ihr müsst schnellstmöglich das Emergency-Boot hochschicken. Schafft die da weg. Shit, ey. Also die haben die Insel gemietet, aber das ist offenes Gewässer und die dürfen da sein. Wir sind aus dem Meer rausgeflogen, wir wussten selber nicht genau, ob das alles durchgegangen ist, ob das geklappt hat, dass die Zentrale das Boot kontaktiert hat. Dann kam schon das nächste Problem, nämlich das Thema Benzin. Und dann habe ich halt abgefragt, okay, gut, Jungs, wie sieht es bei euch aus? Für wie lange habt ihr noch Benzin? So, stellte sich raus, der zweite Teilnehmerhelikopter, wo der Johannes drin saß, hatte noch für 1 Stunde 10 Minuten Benzin. Damit das Boot vom Süden in den Norden der Insel fährt und die Leute da wegbewegt, brauchten wir knapp 1 Stunde. So, und Scheiße. Das hieß die allererste Option, ein bisschen Zeit schinden, ein bisschen übers Meer fliegen, über die Insel fliegen, Zeit gewinnen, damit wir die Fischerboote da wegbekommen. Die war schon mal vom Tisch. Und da denkst du dir schon so, okay, scheiße. Es reicht nicht, dass du ein Problem hast, jetzt kommt schon das nächste, ne? Wir flogen zurück über die Insel und glücklicherweise kam schon ein Funkspruch rein. Filmprojekte und größere Projekte, immer wieder das Gleiche. Eigentlich ist dein Alltag nur Problemlösen.
Es ist nicht das Filmen an sich, sondern Probleme lösen, um zu filmen. Und bei denen ist das Level von Problemlösung ja schon mal komplett geisteskrank. Jo, zentral an Helikopter. Das Boot ist unterwegs. Und dann mussten wir, okay, gut, das erste Problem, vielleicht schaffen wir das zu lösen. Aber wir haben immer noch einen massiven Wettlauf gegen die Zeit gerade. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wisst ihr was? Wir ändern jetzt die Reihenfolge. Wir fangen weiterhin mit Joris dem Ersten an, machen die Reihenfolge weiter, überspringen Sabrina, fliegen dann irgendwo die Runde zu Ende und hoffen, dass wir am Ende noch genug Benzin im Tank haben, um zu Sabrina rüber zu fliegen, sie rauszudroppen und zur Base zurückzukehren. Wir waren schon auf dem Weg zu Joris, zu dem ersten Spot, und dann fiel mir plötzlich ein, ah shit, unser Safety-Boot fährt wahrscheinlich genau gerade vor Joris Spot her. Ui. Da können wir auch nicht den Drop-Off machen. Das heißt, dann haben wir da noch in allerletzter Sekunde, und wir waren vielleicht so 200-300 Meter vor seinem Spot, haben wir noch durchgegeben, okay gut, wir müssen wieder den Plan ändern. Und glücklicherweise hat die Kommunikation mit Johannes und Martin super gut geklappt. Wir haben das den Helikopterpiloten super schnell kommuniziert. Alle abgedreht Richtung Norden und sind dann zum vierten Spot, dem Spot von Knossi, geflogen. Wir kamen an dem Spot an, wir Koordinatoren saßen alle vorne und ich weiß noch, ich drehe mich um, schau Max an, er schaut mich völlig entgeistert an, hat von dem allen nichts mitbekommen, dachte, wir hätten uns beim Spot verflogen, und ich rufe nur so raus, ja, Knossi muss raus. Max, Knossi, ja, Knossi, schmeiß Knossi raus. Knossi hat das, er war nicht mit am Funken, fast das Kotzen bekommen, weil er halt nicht damit gerechnet hat, als Erster abgesetzt zu werden. In dem Fall war er dann der Erste, auch für uns überraschend. Max sagt das dem Knossi, der Knossi guckt ihn einfach völlig entgeistert an. Also, ich, ne? Die hatten eigentlich kommuniziert bekommen, dass sie an 4., 5., 6., 7. Stelle waren. Und ja, ich habe es nicht gesehen, aber er muss wohl in dem ersten Moment wirklich kreidebleich sein. Kann ich auch verstehen, wenn ihm plötzlich gesagt wird, yo, du musst jetzt aus dem Helikopter springen. Und dann, sind wir die weiteren Spots abgeflogen. Das hat dann, und dann die riesen und Strecke dann da. Wir kurz vor Sabrinas Spot an. Da gab es dann wieder eine Funkverbindung mit dem Boot und ne, die Ansage war so, okay, wir sind gleich da, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Und die waren so, ja, okay, wir sind auch gleich da, wir brauchen noch 5 Minuten. Und dann haben wir vor Sabrinas Spot noch den Drop-Off gemacht. Dann haben wir den Helikopterpiloten gesagt, ja komm, dreht mal hier noch so eine Runde um den Dschungel. Und dann waren wir auch so, ja gut, wir können jetzt auch nicht mehr länger warten, wir haben kein Benzin mehr. Wir fliegen über den Berg zu Sabrinas Spot, hören noch den Funkspruch, ja, die Luft ist rein, gucken und sehen in der Ferne einfach nur noch dieses Fischerboot, was da so wegtuckert. Und oh Gott, ist uns da allen ein Stein vom Herzen gefallen. Und Sabrina konnte einfach an ihren schönen, remoten Ort einspringen. Dieses Wasser, ey. In dieses Wasser zu springen. Es ist so eine gute Idee. Es ist so eine gute Idee mit dem Behind the Scenes. Ich finde es so spannend zu sehen, was jetzt noch nach dem Drop-Off bei denen passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so cool, da so einen Blick hinterwerfen zu dürfen. Also es ist wirklich Props auch an Dave und das Team, was sie da gerissen haben, ist insane. Das kann keiner machen. Das, was hier gerade passiert ist, kann keiner machen, der bei irgendeiner verfickten TV-Produktion arbeitet und irgendwelche Scheißregeln einhalten muss. Es gibt niemanden, der irgendwas in die Richtung machen kann im Fernsehen. Das hier ist wirklich einsame Spitze. Es gibt nichts Vergleichbares. Gar nichts. Unfassbare Scheiße, ey! Unfassbare Scheiße, ey! Hey, wenn die nicht abliefern, jetzt die Scheißkandidaten, ne? Nach der Aktion jetzt noch. Also, bessere Startvoraussetzungen, um der Held zu werden, hast du nicht, wenn du aus dem scheiß Helikopter springst und auf einer einsamen Insel landest. Also, wer jetzt noch reinscheißt, ne, der... Engel! Oh, Engel! Alter, war das wild! Ich bin so stolz auf sowas gewesen. Fuck, Mann! Ich glaube, ich stand selten in meinem Leben so unter Druck. Jetzt springt der Putz, Mann. Oh, wer
Teddy, ich danke dir für alles. Ich danke, dass es dich gibt, mein Junge. Du bist der Beste. Du bist einfach der Beste. Und dann wirklich halbe Minute, nachdem sich alle in den Armen lagen, das erste Mal wieder Wasser getrunken hatten seit 4 Stunden, der nächste Funkspruch. Wir haben weitere Boote an der Küste. Clemens, ich kann dich hören. An welcher Bucht sind die Boote? Ein bisschen höher, Paddy. Paddy, ich kann euch hören. Clemens, in welcher Bucht sind die Boote? Wir haben noch 2 Boote hier, die auf dem Weg oder zwischen den Spot von Dutz sind. 2 Boote, die wollen hier nicht verschwinden, die sind in der Bucht. Also zwischen Joris und Hacienda. Tom hat auch einen GPS-Point zu Paddy geschickt. Okay, Zentrale, wenn ihr mich hören könnt, geht zu Jadanka, sagt, dass sie irgendeinen Security da rausschickt oder sonst was. Die müssen verschwinden. Das ist echt crazy. Die ganze Zeit, die Leute, die denen vom Leib zu halten, ist ja auch heftig. Macht Sinn, klar, wenn da so viel Action irgendwie abgeht. Man hat ja auch gerade nicht nur ein Schiff gesehen, sondern immer mal wieder welche so im Anschnitt, die da irgendwie rumtuckern. Das wäre tatsächlich total interessant, mal bei den Kandidaten und Kandidatinnen irgendwie mal nochmal reinzuschauen, wenn die die Folge sehen oder reacten, ob die sagen, dass die während den Tagen da auch mal ein Boot gesehen haben am Horizont. Wir merken, okay, das mit den Fischerbooten, irgendwie ist hier ein höherer Betrieb als normalerweise. Mm. Das wird langsam zum Problem. Ja. Man kann es den Fischern natürlich nicht übel nehmen. Sie dürfen sich frei bewegen auf dem Gewässer und in Panama ist es so, dass Strände auch nicht privat sind. Ja, wir haben ja zwar die ganze Insel angemietet, aber jeder darf an die Strände kommen. Und ja, warum sollten sie das nicht machen, um eine kleine Mittagspause zu machen oder abends zu chillen? Das ist ja übel crazy. Und zwar zu dem Zeitpunkt klar, okay, wir müssen... Warum dann die Insel mieten? Also, ganz ehrlich, so, kann man nicht nur die Strände mieten? Das ist jetzt schnellstmöglich hier. Was hast du dann gemietet? Einfach so einen Dschungel oder was? Eine dauerhafte Lösung finden. Heißt, wir hatten verschiedene Optionen, die es galt dann zu evaluieren, zu gucken, was ist wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel schalten wir jetzt das Militär sofort ein, wo du nicht weißt, was macht das Militär? Startet das Militär dann eine Invasion auf die Insel und legt irgendwelche Schützengräben an, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt hier die Insel frei halten. Deswegen haben wir uns nachts zusammengesetzt, um nach einer Lösung zu suchen. Und die sah dann so aus, dass wir mit 2 Booten Patrouille gefahren sind. Wir sind an einen strategischen Ort in den Norden gefahren. Von dort konnten wir dann wirklich beide Küsten gut absuchen und im Notfall dann auch noch Unterstützung anfordern. Und genau dieses Schichtsystem haben wir dann auch strikt durchgezogen. Sollten sich den Teilnehmerspots Fischer oder andere Boote nähern, haben wir ihnen klargemacht, dass wir hier produzieren und sie gebeten, das Gebiet zu verlassen. Das wurde dann mal mehr und mal weniger gut akzeptiert. Cool. Boah, richtig viel Orga-Aufwand dahinter immer noch. Y cualquier cosa dígale al otro bote, pues. Ajá. Que no se pueden acercar mucho a la playa. Der Rico war einmal mit dem Boot unterwegs, hat da so eine Art Kahn irgendwo, den wollte er von der Küste wegbekommen. Der Typ fand das gar nicht so witzig und hat dann versucht, Ricos Boot zu rammen. Also das war richtige Greenpeace-Action, die da stattgefunden hat. Wir haben sich gerade echt ein paar dramatische Szenen abgespielt. Wir haben Patrouille gehalten. 3.43 Uhr, nee, Knossi-Sport. Alter, was ein Akt immer noch. Damit keine Boot von außen auf die Insel einbringen können. Weil da kam dann ein Riesenboot angefahren, kam genau hinzu. Unser Kapitän hat Funksprüche rausgegeben, dass er abwenden soll. Die einfach straight weiter wollten wahrscheinlich auf die Insel fahren. Und dann nach Funkverkehr hin und her fängt das Boot an zum Runden, fährt genau auf uns zu. Seitlich wollte uns jetzt wahrscheinlich irgendwie rammen. Unser Kapitän ist noch im letzten Moment ausgewichen. Noch etliche Funksprüche hinterher, wir haben die angeleuchtet, 20, 30 Leute waren an Bord. Da sind wir irgendwann gefahren, ich weiß nicht, ob wir mit der Militär, mit der Seepolizei gedroht haben.
20, 30 Leute um 20 vor 4 vor einem Strand vor so einem Teilnehmer. Die werden da höchstwahrscheinlich alle Wind von bekommen haben, was da abgeht. Und Equipment und sowas, ne? Und wenn, boah, das ist ja, boah, ist das gruselig, Mann. Aber mit einem Boot, das wir abgestellt haben, das oben Patrouille fährt, mit Drohnen, mit, die wir teilweise haben steigen lassen, um auf die Meere zu schauen, ob sich jemand der Insel nähert. Und eben der Vizeministerin eines Landes und dem Minister eines Landes, die sich für uns eingesetzt haben. Das war halt wirklich das Maximum, was wir machen konnten. Um das ist eine insane Planung gewesen. Holy shit. Holy shit. Das ist tatsächlich extrem beeindruckend, muss ich sagen. Das ist wirklich extrem beeindruckend.